Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, ich würde euch auch vielleicht eine kleinere Wunschliste sozusagen von mir präsentieren, was ich vielleicht so haben wollen würde oder auch so ein kleines Geschenke-Guide, was ihr euch irgendwie wünschen könntet. Also ja, ich glaube, das könnte irgendwie jedem was also bringen, was ich hier zum Beispiel was gerne haben will. Ja, also ich würde da mal starten mit den Sachen, was ich mir gerne wünschen würde, obwohl ich weiß, dass ich ja nicht alles bekommen kann. ja, aber es sind so ein paar Ideen, was ich mir holen wollen würde oder geschenkt bekommen würde. Ja, also starte ich dann jetzt erstmal. Das erste wäre, ich weiß nicht wieso, aber ich würde mich echt über echt alles freuen. Auch über so mehrere Müsli-Schüsseln. Also schöne Müsli-Schüsseln, wo man halt eben, ja, Müsli draus essen kann oder sonstiges. Ich habe sogar letztens auch welche bei Kick gesehen gehabt. Da gibt es ja immer vieles an Klamotten und sonstiges. Da haben mir so Schüsseln irgendwie echt sehr gut gefallen gehabt. Und ja, über sowas würde ich mich jetzt auch immer wieder freuen. Also so Müsli-Schüsseln mit der passenden Tasse zum Beispiel. Das nächste wäre, was ich mir aber auch irgendwie, glaube ich, dann holen werde. Falls nicht, weiß ich noch nicht, ob es mir jemand schenken könnte oder sowas aus meiner Familie. Oder eher gesagt, Schatzi. Oder falls du das hier siehst, Schatz, ja, hier sind so ein paar Ideen für dich, falls du irgendwas mir schenken willst. ja, das nächste wäre das Pamela Reif Kochbuch You Deserve This. Das ist ein sehr cooles Kochbuch. Da sind sehr viele Rezepte mit dabei. Es ist, glaube ich, eher mehr so vegetarisch angehaucht. Ich glaube auch sogar vegan. Ich habe da noch nicht so ganz wirklich hier so reingeschaut, denn ja, um so alles zu sehen, was man da so alles draus machen kann mit den Rezepten. Deswegen würde ich das irgendwie gerne haben wollen. Und vor allem, ich liebe ihre Workouts und sonstiges und ich würde auch gerne mal ihre Rezepte mal so ausprobieren. Also ja, würde ich mir das irgendwie gerne wünschen. was jedem noch so gerne vielleicht geschenkt wird. Bettwäsche wäre vielleicht auch noch irgendwie ganz cool, denn da ich ja jetzt ein neues Bett habe, passt das irgendwie ganz gut, Bettwäsche. Ja, egal welche Art und Weise, ob es irgendwie mit einer Schriftart ist oder sonstiges, mit einem Bild oder sowas drauf. Also, ich habe ja immer noch meine alten Barbie Bettwäsche. Also, ja, also es wäre irgendwie ganz cool, wenn es irgendwie auch lieber ganz simpel wäre oder zum Beispiel, da ich ja Marmorart liebe, kann man mir auch Bettwäsche in Marmorart irgendwie geben. Also es wäre sehr, sehr cool, finde ich. Also ja. Was noch auch irgendwie cool wäre, sich zu wünschen, wäre so ein Ringlicht fürs Handy. Also wenn man zum Beispiel die Selfies macht oder auch diese Stative mit dem Ringlicht. Falls ihr wisst, was ich meine, so für meine Videos, das wäre eben ganz cool. Vor allem, wenn es dann so einen Selbstauslöser hat, dann wäre es eben ganz praktisch jetzt zum Beispiel dann für die Videos, wenn ich die dann auslösen will und nicht dann immer so ans Handy zu gehen, um das dann auszulösen. ja, also sowas hier fände ich irgendwie auch noch ganz cool. Also, falls ihr nicht wisst, was ich meine, kann ich euch ja auch hier das was einblenden. ja. Also das nächste, was ich vielleicht eher bräuchte, ihr seht vielleicht, ich trage irgendwie kaum Ohrringe. Das Problem ist auch dadurch, ich habe ja schon Ohrringe da, nur irgendwie, bestimmt liegt es daran, dass es eben kein echt Silber oder Gold ist oder sowas, sind meine Ohren immer so irritiert und es juckt dann so und die werden schnell rot. Also trage ich irgendwie gerade auch so generell kaum mehr Ohrringe, aber die Ohrlöcher sind ja noch da, also die sind nicht zugewachsen. Ja, so Ohrringe, wo ja,
die ich irgendwie halt eben vertragen könnte, so sage ich erstmal. Egal, ob es irgendwie so echt in Silber wäre oder Gold, Roségold, Kupfer oder sonstiges. Obwohl ich ja eher mehr Silber trage. Obwohl meine Silbersachen sind gerade in der Schublade drin. Ja, vielleicht mehr eher in Silber, so die Ohrringe wären ganz gut. Worüber ich mich auch noch irgendwie freuen würde, wären auch Kuscheldecken. Zum Beispiel auch welche mit Ärmeln, das ist auch irgendwie ganz cool. Also zum Beispiel für die Schule wäre es irgendwie ganz cool, denn wir dürfen ja Decken mitnehmen, falls uns irgendwie dann zu kalt ist. Wenn wir dann immer wieder lüften und sonstiges, naja, wir haben irgendwie dauerhaft irgendwie die Fenster offen. Dann wird es ja auch immer wieder sehr, sehr kalt. Ja, solche Decken wären irgendwie auch noch irgendwie ganz praktisch. Was ich auch irgendwie noch ganz gerne mag, sind Bücher, was aber zu Filmen passt. Zum Beispiel, ich habe ja auch die Bücher zu 50 Shades of Grey alle gelesen gehabt. Nicht nur die aus der Sicht von Anastasia, sondern auch von Christian Grey. Also alle davon habe ich zum Beispiel gelesen. Ja, zum Beispiel die Bücher zu Tribute von Panem wäre irgendwie ganz interessant zu lesen, wie das da so alles aufgebaut ist. Also zum Beispiel solche Bücher wären irgendwie ganz cool. Dann noch vielleicht so eine Sache, was mich auch noch irgendwie sehr stark immer noch anzieht, ist zum Beispiel was eine Sache vielleicht was Make-up bezogen ist, und zwar eine Eyeshadow-Palette von Anastasia Beverly Hills. Ihr kennt ja die berühmte Modern Renaissance-Palette, also die finde ich auch irgendwie immer noch so schön und immer noch irgendwie voll im Trend, auch wenn es gerade nicht so wirklich mehr viel davon gezeigt wird. Aber ich liebe die Farben davon, also ja, das wäre irgendwie ganz cool, die Palette. Vielleicht hole ich mir die auch selber. Mal schauen. Und nicht wundern, falls ihr mich irgendwie, ja, etwas verschnupft hört, denn meine Nase ist so ein bisschen zu. Aber ja, das ist halt so in dieser Jahreszeit. Ja, und das Letzte, womit man mich auch immer wieder glücklich macht, sind Gutscheine. Egal welche Art und Weise von Gutschein, egal ob es für den DM ist, Douglas, was auch immer. Also ja, generell Gutscheine, darüber würde ich mich auch immer riesig freuen. ja, also das war es dann eigentlich auch schon mit den Sachen, die ich mir so wünschen könnte oder auch so Sachen, die ihr euch irgendwie wünschen könntet. Ja. Also, das war es dann eigentlich auch schon so von mir wieder. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ganz kurz und knapp irgendwie gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich mache das irgendwie mal jährlich, falls ihr das irgendwie dann sehen wollt. Denn letztes Jahr habe ich auch schon mal so eins gemacht gehabt. Und jetzt dieses Jahr nochmal. Ja, also, ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne und gerade läuft dann auch bestimmt noch eine Verlosung. Falls ihr da noch nicht mitgemacht habt, macht da gerne noch mit. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch noch stetig mein Kanal hier wächst. Ja, also liken, abonnieren, Glocke aktivieren und teilt mich auch noch gerne mit euren Familien, Freunden, wen auch immer. Ich würde mich sehr, sehr freuen darüber. Und auf Instagram könnt ihr mir auch immer wieder gerne folgen. Dort bin ich auch immer wieder aktuell und aktiv und sonstiges. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!